Herzlich willkommen zum Medical Training Hufbearbeitung. Großes Feld, weites Feld, gefährliches Feld. Amanda Cross-Reul beleuchtet für uns in die Tiefe und in die Besonderheiten den tiermedizinischen, manchmal leidvollen Lebensalltag und zeigt hier in den Webinaren, was braucht es, was braucht der Tierarzt, wie sind die Alltagsabläufe, was sind die Probleme und eben auch, was sind die Wünsche an die Tierhalter. Hufe eine gefährliche Location, finde ich in jedem Fall, weil dem Pferd gibt es nicht so viel Gefähr, also ja, die beißen auch mal, aber das Hauptproblem ist immer noch, dass sie treten. Den Hufabszess habe ich als erste Krankheit genommen, weil es wirklich häufig vorkommt. Die Pferde sind im Vorbericht häufig plötzlich lahm, und zwar hochgradig lahm, teilweise mit Fieber. Und in der Regel ist es einseits um den Huf rum, so dass der Ballen knapp bedeckt ist. Dann ist es ungefähr richtig, so dass man es hier unten einmal eckig hochschlagen kann und man hier unten eine glatte, gerade Fläche hat. Dann eine Aalflex-Bandage. Sedieren, damit der Hufschmied, Hufpfleger seine Arbeit machen kann, zählt zum Thema Pflege. Ich fühle mich dazu verpflichtet, das zu machen, weil ich hier irgendwie ermöglichen muss, dass Hufpflege möglich ist. Wäre mir natürlich 100-mal lieber, wenn jemand das durch Training sich erarbeiten würde, anstatt dass ich sediere. Was muss das Pferd tun? Was muss das Pferd können? Es muss stillstehen können. Hier ein paar Rezeptvorschläge. Anheben und halten. Wie gesagt, das ist die größte Baustelle. Am Bein was zu bewegen, was zu machen. Sie nimmt nett an. Dann nach vorne führen, erstmal wieder schlechte Ohren. Es ging aber. Da gibt es verschiedene Trigger. Der unten, also die beiden rechts im Bild, sind aus Metall und da ist die Höhe verstellbar, aber deswegen klappert er immer beim Umstellen.